Urlaub ohne Koffer gibt unseren Bewohnern die Möglichkeit, Ferientage zu erleben, ohne das Haus verlassen zu müssen. Die Möglichkeit, Länder kennenzulernen, was zu erfahren über andere Länder. Das Thema des Programms ist Griechenland. Wir haben verschiedene Dinge gebastelt. Gerade heute haben wir zum Beispiel eine kleine Perlenkette gebastelt, mit der man so ein bisschen mit den Fingern rumspielen kann. Wir haben aber auch schon den Raum verziert und verschiedene Präsentationen vorbereitet zu unterschiedlichen Themenbereichen, wie allgemeine Informationen, Tanz, Musik. Die halten wir über die Woche hinweg. Wir schauen aber auch Filme, also wir haben von allem ein bisschen was dabei. Die Möglichkeit, sich mit jungen Leuten auszutauschen, das ist uns ganz arg wichtig. Sie sind alle nett und aufgeschlossen und interessiert. Das fällt mir sehr gut. Mit Schülern Abwechslung zu machen, zu basteln und etwas Neues zu erfahren, ist, denke ich, für sie schon sehr unterhaltsam und das ist ja das Ziel. Also mir gefällt es hier sehr gut, weil auch abgesehen vom Rahmenprogramm die Bewohner sehr freundlich zu uns sind, uns auch aufnehmen, uns was erzählen aus ihrem Leben, aber auch uns was erzählen lassen. Wenn man bei Urlaub ohne Koffer mitmacht als Bewohner hier, dann ist das einfach was Besonderes. Das ist eine besondere Zeit und man hat auch das Gefühl, also man ist auch sehr wichtig. Es hat mir sehr gut gefallen. Es zeigt mir einfach auch, dass das Alter auch einfach kein Hindernis ist, um sich mit den Leuten zu befassen und dass die Leute auch trotzdem noch aktiv sind und dass die sich auch freuen, wenn man tatsächlich auf sie zugeht.